Ich gehe in meinem Vortrag der Frage nach, gefährdet Identitätspolitik die Wissenschaftsfreiheit? Dazu zunächst Erläuterungen dazu, wie ich Identitätspolitik verstehe und danach, wie sich diese Identitätspolitik auf die Wissenschaftsfreiheit auswirkt. Bei der Identitätspolitik liegt mein Fokus auf der linken Identitätspolitik, weil es diejenige ist, die an den Universitäten dominant ist. Die linke Identitätspolitik ist infolge der Bürgerrechtsbewegung in den USA entstanden, als die Afroamerikaner zunächst in den späten 50er, frühen 60er Jahren die gleichen Rechte für sich selbst eingefordert haben. Damals ging es darum, gleiche Rechte für alle Individuen zu erreichen, was dann auch mit dem Civil Rights Act im Jahre 1964 erreicht wurde. Wenn man natürlich ein solches Ziel hat, dann muss man bis zu einem gewissen Grad auch immer an ein Gruppenbewusstsein appellieren. Das hat natürlich auch die Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King gemacht. Sie hat aber ganz stark auf das Individuum abgehoben. Die Nachfolger von Martin Luther King ab den späten 60er, frühen 70er Jahren jedoch sind abgerückt vom Individuum und haben sich einer kollektivistischen Identitätspolitik zugewandt. Und zwar sowohl auf Seiten der Afroamerikaner als auch Seiten der weißen Amerikaner. Das hat sehr viel damit zu tun gehabt, dass in den 60er Jahren durch das Eingeständnis der Schuld die weiße Amerikaner auf sich geladen hatten gegenüber Afroamerikanern, weil sie ihnen die gleichen Rechte lange verweigert hatten, dass dadurch ein Schuldbewusstsein entstanden war, vor allem unter jungen, weißen, akademisch gebildeten Amerikanern. Und auf der anderen Seite haben eben ab den späten 60ern, frühen 70ern die Nachfolger von Martin Luther King gemerkt, dass sich aus diesem Schuldbewusstsein dann auch für sich selbst politisches Kapital schlagen lässt. Und sie haben angefangen, ein kollektives Opferbewusstsein unter Afroamerikanern zu etablieren. Auch hier ist dieses Opferbewusstsein besonders stark in der afroamerikanischen Mittelschicht und den gut gebildeten inzwischen verankert. Was die linke Identitätspolitik macht, ist, dass sie Menschen in zwei Kategorien einteilt. Einmal eben in Träger von Opferidentitäten, also ursprünglich Afroamerikaner, heutzutage auch weitere Gruppen darunter fallend. Das können auch Frauen sein, was man heute People of Color nennt, oder auch Angehörige nichtchristlicher Religionen. Und auf der anderen Seite gibt es die Träger von Schuldidentitäten. Das sind ursprünglich alle weißen Amerikaner gewesen, inzwischen auch ausgedehnt im Grunde auf alle Weißen bzw. Nachkommen von Europäern. Und diese Zuordnung dient zwei Zielen. Zum einen dem Empowerment von Opfergruppen und zum anderen der moralischen Läuterung von Schuldgruppen. Ein wesentliches Instrument zur Zielerreichung sind Läuterungsbeweise, die von jenen zu erbringen sind, die aufgrund eines demografischen Merkmals pauschal dafür verantwortlich gemacht werden, dass andere Gruppen Unterdrückung, Diskriminierung und Abwertung ertragen müssten oder in gewissem Grade auch noch müssen. So haben aus identitätslinker Sicht Männer ihre Läuterung gegenüber Frauen zu beweisen, Heterosexuelle gegenüber allen Anderssexuellen, Nichtmigranten gegenüber Migranten, Weiße gegenüber Nichtweißen und Christen gegenüber Muslimen. Weil es kollektivistisch orientiert ist, reicht es eben nicht, um als geläutert zu gelten für die Träger von Schuldidentitäten, dass sie individuell nachweisen können, dass sie nicht sexistisch, homophob, nationalistisch, rassistisch oder islamophob denken und handeln. In diesem Denken gilt, dass erst wenn alle Träger von Schuldidentitäten in keiner Weise mehr ein solches Denken und Handeln erkennen lassen, auch jeder Einzelne aus dem Schuldstatus entlassen werden kann. Daraus entsteht natürlich ein Abhängigkeitsverhältnis und dieses Abhängigkeitsverhältnis ist der Grund dafür, dass diejenigen, die nach Läuterung streben, versuchen, Druck auf diejenigen auszuüben, die sie als Angehörige ihrer Schuldgruppe sehen. Verstärkt wird der Druck von der jeweiligen Opferseite.
Die weiß, dass sie so lange materielle und moralische Kompensationsleistungen einfordern kann, solange auf der Schuldseite ein Läuterungsbedürfnis besteht. Diese Konstellation kommt nach gerade einer Einladung an die Opferseite gleich, fortwährend nach neuen Benachteiligungsindikatoren Ausschau zu halten, um ihre Machtposition abzusichern. Somit ist der mittlerweile weit fortgeschrittene Abbau von Benachteiligungen für die Opferseite ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist natürlich jeder Abbau ein Gewinn für sie, andererseits verlieren sie durch jeden Abbau auch ein Stück ihrer Wirkmächtigkeit. Um den Läuterungsdruck dennoch aufrechtzuerhalten, erklären sie mittlerweile jeden statistisch feststellbaren Unterschied zwischen Opfergruppen und Schuldgruppen bei der Zusammensetzung von Belegschaften, Organisationen und Parlamenten zu inakzeptablen Benachteiligungen. Ferner berufen sie sich zur Geltendmachung ihres Opferstatus immer häufiger auf Gefühlsverletzungen. Ablesbar ist diese Entwicklung an der zunehmenden Zahl der angeprangerten Missstände, deren Beseitigung gefordert wird, weil sie bei Opfern emotionales Unbehagen und Erinnerungen an Diskriminierungserfahrungen auslösen könnten. Das in Deutschland wahrscheinlich bekannteste Beispiel, was auch viel diskutiert wurde hierfür, ist die erfolgreiche Forderung von Mitgliedern der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin, das an einer Fassade angebrachte Gedicht Avenidas von Eugen Gomringer zu entfernen, weil die Kombination der Worte Alleen und Frauen, Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer für Frauen eine unangenehme Erinnerung an die sexuellen Belästigungen darstelle, denen sie täglich ausgesetzt seien. Da jegliches emotionale Unbehagen und jegliches Wecken unangenehmer Erinnerungen den Läuterungsgrad der Schuldgruppe in Frage stellt, achten deren nach Läuterung strebende Mitglieder peinlich genau darauf, dass es nicht zu einer solchen Infragestellung kommt. Die Folgen für die Debattenkultur liegen auf der Hand. Indem Gefühle zu Benachteiligungsindikatoren erhoben werden, wird die Palette der aus Läuterungsgründen dem normalen kritischen Diskurs entzogenen Themen ins nahezu Unendliche ausgedehnt. Dabei gilt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Behauptung eines Opfers, dass jemand oder etwas seine Gefühle verletzt habe, nicht hinterfragt werden darf, weil diese Hinterfragung zu einer weiteren Gefühlsverletzung führen könnte und damit dann auch die Läuterung der Schuldseite in Zweifel gezogen würde. Das größte Potenzial zur Infragestellung der Läuterung geht gegenwärtig vom Aufstieg rechter Parteien aus, wie in Deutschland von der AfD. Und wir merken auch, dass es einen engen Zusammenhang gibt mit dem Aufstieg der AfD und der Vorantreibung identitätspolitischer Agenten an den Hochschulen. Wir sehen das auch in den USA, wo wir schon 2013-14 einen starken Anstieg in diese Richtung gesehen haben, der aber nochmal enorm Fahrt aufgenommen hatte nach der Wahl von Donald Trump 2016-17, weil bei vielen der Eindruck entstanden war, dass alles, was man erreicht hatte, an gleichen Rechten bzw. auch an Kollektivrechten, einer Besserstellung ehemaliger Opfergruppen mit der Wahl von Donald Trump obsolet würde. Und das heißt eben, das lässt sich sehr deutlich dann sehen, dass eben durch den Aufstieg dieser rechten Parteien bzw. Positionen, die als rechts gesehen werden, die Ausgrenzung dieser Positionen, die eben in irgendeiner Form mit einer dieser Parteien bzw. einem ihrer Vertreter in Verbindung gebracht werden könnten, zum obersten Gebot wurde. Besonders schädlich für das Debattenklima ist das, wenn der Kampf gegen rechts dann zweckentfremdet und dazu genutzt wird, um alle der Läuterungsdogmatik kritisch gegenüberstehenden Stimmen mit dem Vorwurf zu überziehen, dass sie sich durch ihre Kritik anschlussfähig an rechte Diskurse zeigten. Und Läuterungsdogmatik in dem Punkt heißt eben jeder, der nicht damit übereinstimmt, dass kollektive Rechte wichtiger sind als individuelle Rechte.
Ja, es ist deshalb auch kein Zufall, dass das Debattenklima an Hochschulen von diesen Entwicklungen in besonderem Maße betroffen ist. Denn die identitätslinken Dogmen haben dort entweder ihren Ausgangspunkt oder sie werden von dort massiv vorangetrieben. Dabei ist insbesondere auf die in den 80er Jahren an der Harvard Law School entwickelten Critical Race Theory zu verweisen, die das haupttheoretische Gerüst dafür bildet. Betroffen sind vor allem Fachbereiche inzwischen, die Themen bearbeiten, die mit identitätslinken Dogmen in Konflikt geraten können. Und wegen der enormen Ausdehnung an Läuterungsthemen gibt es vor allem in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften kaum mehr Themenbereiche, die erforscht werden können, ohne dass Wissenschaftler Gefahr laufen, ins Visier der Identitätsdogmatiker zu geraten. An diesem Punkt kommt dann eben auch der viel zitierte Marsch durch die Institutionen ins Spiel. Dieser hat inzwischen eine kritische Masse an Wissenschaftlern hervorgebracht, die Forschung und Lehre als Mittel sehen, um ihre identitätspolitischen Dogmen in der Gesellschaft durchzusetzen. Ich nenne diese Wissenschaftler, diesen Typ Wissenschaftler, Agenda-Wissenschaftler, weil es ihnen nicht mehr so sehr oder auch gar nicht mehr darum geht, ergebnisoffen Erkenntnis zu generieren, sondern mit Hilfe von Forschung und Lehre ihre eigenen gesellschaftspolitischen Ziele, also die Identitätspolitik, die kollektivistische Identitätspolitik, voranzutreiben. Was diese Wissenschaftler, die Agenda-Wissenschaftler, so erfolgreich macht, ist, dass sie zielgerichtet und machtorientiert vorgehen. Dazu gehört insbesondere die Schaffung eines institutionellen Klimas, das andersdenkende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch Studierende, die die identitätspolitische Agenda in Frage stellen, als Störfaktor gesehen werden und nicht eben als Gewinn für den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess. In einem solchen Klima ist dann auch die Anwendung von wissenschaftsfeindlichen Disziplinierungsmitteln viel leichter möglich. Oft geht die Anwendung dieser wissenschaftsfeindlichen Disziplinierungsmittel, also moralisch diskreditieren, sozial ausgrenzen oder sogar institutionell bestrafen, wo man das kann, mit sozialer Anerkennung in der eigenen Gruppe einher. Ja, man könnte fast meinen, man folgt hier dem Motto, dass jede Disziplinierung zugleich eine Demonstration der eigenen Läuterung auf Seiten derjenigen mit einer Schuldidentität darstellt, beziehungsweise auf Seiten derjenigen mit einer Opferidentität, eine Demonstration der eigenen Macht, die man inzwischen in der Gesellschaft erreicht hat. Wie schon erwähnt, sind die Hauptdisziplinierungsmittel die moralische Diskreditierung, die soziale Ausgrenzung und die institutionelle Bestrafung. Diese Disziplinierungsversuche erfolgen zumeist nicht offen, sondern unter dem Radar. Und deshalb bleiben sie auch oft denjenigen, die nicht direkt betroffen sind, verborgen. Es gibt bestimmte Fälle, die öffentlich geworden sind. In der Regel sind diese Fälle öffentlich geworden, weil die Protagonisten einen gewissen Bekanntheitsgrad schon hatten und es auch selbst an die Medien gebracht haben. Man denke an den Blog Münklerwatch, der an der HU lehrte, Herfried Münkler. Man denke auch an Susanne Schröter von der Goethe-Universität Frankfurt, deren Entlassung gefordert wurde, weil sie zu einer Konferenz zum islamischen Kopftuch Rednerinnen einlud, die dem Kopftuch kritisch gegenüberstehen. Das sind Fälle, die bekannt sind. Das sind natürlich Disziplinierungsversuche, aber das sind eben nur wenige Fälle, weil sie auch die Spitze des Eisberges eben abbilden. Der Grund dafür ist auch, dass sehr häufig diese Disziplinierungsversuche eben unter dem Radar stattfinden. Das ist natürlich auch viel schwerer dann nachzuweisen. Das heißt also Forscherinnen und Forscher, die Forschungsfragen nachgehen, die für die identitätspolitischen Akteure als missliebig gesehen werden, weil sie selbst dann
Kritik erfahren würden an ihrem Programm, was sie nicht zulassen. Sie werden einfach nicht mehr zu Tagungen eingeladen. Sie haben Probleme, an Forschungsmittel zu kommen. Sie haben Probleme, Verlage zu finden oder ihre Texte zu publizieren. Und das sind natürlich für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die größten Probleme, die dadurch entstehen, wenn sie in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit eingeschränkt werden. Und das ist insbesondere im Wissenschaftssystem, so wie es sich auch in Deutschland darstellt, erfolgreich zu praktizieren, weil wir über 80% der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befristet eingestellt haben. Das heißt also, hier sind hohe Abhängigkeitsgrade da. Und für diejenigen, die vor allem eine Professur anstreben, ist es natürlich wichtig, dass sie für diese Bewerbungen dann entsprechend nachweisen können, auf vielen Tagungen, vor allem renommierten Tagungen, gesprochen zu haben, entsprechende Forschungsgelder eingeworben zu haben und auch in hochwertigen oder als hochwertig gewerteten Publikationen veröffentlicht zu haben. Wenn in Ihrem Feld dann besonders viele Agenda-Wissenschaftler an den Schlüsselpositionen sitzen, dann wird es für Sie natürlich sehr schwierig, wenn Sie Forschungsfragen verfolgen, die im Konflikt mit den Interessen, den politischen Interessen, nicht den wissenschaftlichen, wobei das oft dann verschmolzen ist, dieser Agenda-Wissenschaftler stehen. Und das heißt, dass man dann bestimmte Themen lieber gar nicht mehr erforscht, schon aus Sorge, dass es einem schaden könnte. Und Identitätspolitik heißt in diesem Zusammenhang eben auch, dass bestimmte, nicht nur, dass bestimmte Themen, zum Beispiel in Deutschland, wo die Probleme liegen von Migrantinnen und Migranten bei der Integration, nicht mehr so offen erforschen kann, weil man im identitätspolitischen Diskurs ganz klare Schuldidentitätsträger hat. Das ist die Mehrheitsgesellschaft und es kann einfach immer nur an den rassistischen Strukturen der Mehrheitsgesellschaft liegen, wenn Integration nicht funktioniert, dass man diese Fragen schon gar nicht mehr aufgreift. Ich hatte vor gar nicht so langer Zeit einen jungen Forscher, der mir eine Mail geschrieben hatte, er würde sehr gerne eine Doktorarbeit schreiben und er würde sich gerne nochmal anschauen, inwiefern Assimilationstheorien dann doch auch anwendbar sind noch heute, um zu schauen, ob tatsächlich mit Assimilation bessere Integrationserfolge zu erzielen sind, als mit eher diversitätsorientierten oder nur auf die Aufnahmegesellschaft fokussierten Ansätzen. Also wenn man sich nur anschaut, was muss die Aufnahmegesellschaft tun, damit Integration funktioniert. Und er schrieb mir eben, ob ich ihm jemanden empfehlen könnte, der diese Arbeit betreut, weil er sich sehr schwer tut, einen Betreuer zu finden. Es wird ihm in der Regel davon abgeraten, überhaupt so einen Ansatz zu verfolgen, wenn er in der Wissenschaft irgendeine Chance später haben möchte. Das heißt also, von Anfang an findet hier schon dann ein Ausschluss von bestimmten Themen statt oder es werden einfach Hürden aufgebaut, diese Themen noch zu verfolgen. Ähnlich ist es dann mit Fragen, wer etwas überhaupt erforschen kann oder wer welche Argumente einbringen kann. Das heißt, man gesteht jemanden aus einer Opfergruppe noch eher zu, bestimmte Themen anzusprechen, als jemanden aus einer Schuldgruppe. Und dann die große Diskussion auch, die wir in Deutschland nicht so stark noch haben wie in den USA, die aber auch reintröpfelt, ist die Universität als Safe Space, also als Raum, in dem Opferidentitäten zu schützen sind. Das heißt, sie sollten mit keinen Argumenten konfrontiert werden, die sie persönlich, es geht ja immer um Gefühlsverletzungen inzwischen, die sie persönlich als verletzend empfinden könnten. Und das können natürlich sehr viele Themen sein. So sehen wir, dass dann auch Triggerwarnungen ausgesprochen werden sollen, wenn man überhaupt in Seminaren Texte verwendet, die zum Beispiel ein Frauenbild beinhalten, das nicht der jetzigen Gender-Theorie entspricht und es könnte für Frauen verletzend sein. Oder bestimmte Begriffe, abwertende Begriffe, die früher verwendet wurden für bestimmte Migrantengruppen oder auch verschiedene ethnische oder religiöse Gruppen. Das heißt, man traut erwachsenen Menschen gar nicht mehr zu, die Resilienz zu haben und es einordnen zu können, dass es natürlich historisch gebunden ist, sondern man denkt, es gibt automatisch eine ganz starke Verletzung für so jemanden. Man muss jemanden vor dieser Verletzung schützen. Hinzu kommt aber auch
ein fast narzisstischer Aspekt, dass man denkt, wenn man jetzt jemanden damit konfrontiert und jemand empfindet es als verletzend, dann wird ja die eigene Läuterung wieder in Frage gestellt. Das heißt also, diejenigen, die die Identitätspolitik vorantreiben auf der Schulzeit, die sind extrem bedacht, dass eben nichts passiert, was ihre Läuterung in Frage stellen könnte. Und das kann im Grunde alles sein. Deshalb sind die dann sehr, sehr vorsichtig. Und diejenigen aus den Opfergruppen, die versuchen dann teilweise, natürlich auch nur teilweise, genau diese Sensibilitäten auch zu ihrem Zwecke zu nutzen. Es bedeutet aber auch, dass diejenigen in den Opfergruppen in der Regel auch keine herausfordernden Fragen stellen dürfen. Also sie haben ihren Opferstatus anzunehmen und sie haben wie Opfer zu sprechen, die Wiedergutmachung, Läuterung einfordern können. Also wenn jemand, ich bleibe in meinem Fachbereich der Migrationsforschung, jemand aus einer migrantischen Gruppe sagt, es liegt eben durchaus auch eine Migrantin, Migranten selbst, wenn es Probleme gibt mit der Integration, dann gelten sie eben auch letztendlich als Verräter an der eigenen Gruppe, weil sie ja den Opferstatus dann auch in Frage stellen. Weil der Opferstatus heißt, alles, was nicht gut läuft, muss grundsätzlich von der Schuldseite ausgehen. Und so sind im Laufe der Zeit immer mehr Themen auch in diese identitätspolitischen Agenden wurden immer breiter. Sie hatten ursprünglich einen ganz starken Fokus, deshalb aus den USA kommend, auf Afroamerikaner. Der wurde in Deutschland übertragen. Auch sprachlich wird bei uns das einfach immer eins zu eins übertragen. Deshalb sprechen wir jetzt auch dann eben von People of Color in vielen Diskursen und übernehmen solche Theorien wie Critical Whiteness, das in den USA, zumindest historisch rückgekoppelt, noch einen gewissen Sinn ergibt, aber in Deutschland eben nicht. Aber wir übertragen das dann einfach auf Migrantinnen und Migranten, die dann pauschal alle zu Opfern werden und als nicht weiß und alle als nicht privilegiert dann geframed werden. Die zweite Säule der Identitätspolitik, die stark ist, sind Frauenfragen. Was ja auch ein ganz erhitztes Thema an vielen Universitäten im Moment ist, ist das Gendern, wie natürlich auch in der breiteren Gesellschaft. Auf welche Art und Weise soll gegendert werden? Und vor allem gibt es hier auch einen Verpflichtungsgrad, das zu tun. Und die Universitäten handhaben das unterschiedlich, aber es wird immer wieder bekannt, dass es Universitäten gibt, wo Lehrende eben das in die Benotung auch einfließen lassen, dass jemand korrekt gendert. Und das bedeutet, dass man in die Freiheit der Studierenden über ihre Kommunikation selbst zu bestimmen, dann eingreift und letztendlich ihnen auch sagt, dass sie eine bestimmte gesellschaftspolitische Richtung vertreten müssen. Ja, die Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit durch die Identitätspolitik erfolgt also vor allem dadurch, dass bestimmte Themenfelder zu Minenfeldern werden. Wenn man da die falschen Fragen verfolgt, die eben gegen die identitätspolitischen Machtansprüche, das geht sehr stark um Macht, verstoßen, dann muss man eben damit rechnen, dass man, wenn man Studentin oder Student ist, dass man dann in Seminaren geschnitten wird, teilweise auch von Lehrenden zurechtgewiesen wird vor allen anderen, teilweise auch gehen Kommilitoninnen und Kommilitonen dann verbal aufeinander los oder schneiden dann auch diejenigen, die diese Agenten nicht mittragen. Und eben auch gerade für den großen Teil der Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland, das sind ja gut 83%, die einfach befristet beschäftigt sind, bedeutet das natürlich sehr schnell auch das Ende der wissenschaftlichen Karriere, wenn sie diese identitätspolitischen Dogmen nicht mittragen. Aber selbst für im System gut etablierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hat es Konsequenzen, weil auch hier wird es dann schwierig, eben das, was ja Wissenschaft auch ausmacht, der Austausch auf Tagungen bzw. eben die Publikationsmöglichkeiten, gerade auch in den renommierten Journals oder Verlagen dann weiterhin zu haben, beziehungsweise, und das ist ja auch für viele etablierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wichtig, an die wichtigen Drittmittel zu kommen. Insofern erleben wir gerade in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften immer mehr, dass hier identitätspolitische Agenten dominant werden, die eben den Raum dessen, was man erforschen kann, verengen. Und hiergegen habe ich ja auch mit
70 anderen Anfang dieses Jahres ein Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet. Es geht uns nicht nur um die identitätspolitischen Verengungen natürlich, aber das war ein Gründungsimpuls, um hier was dagegen zu setzen. Erstens, um klar zu zeigen, dass es hier Gefährdungen gibt, weil es diese Verengungen gibt und die man oft einfach nicht so ganz klar nur an Beispielen aufzeigen kann und sagen, okay, jeden einzelnen Fall können wir genau dokumentieren, sondern wir haben einige Fälle auch exemplarisch dokumentiert, aber um auch das Klima wieder zu öffnen. Weil Wissenschaftsfreiheit lebt von einem Klima der Freiheit. Und wenn dieses Klima der Freiheit nicht da ist, dann gibt es im Grunde einen intellektuellen Lockdown früher oder später. Und das schadet uns allen, weil Wissenschaft dann nicht wirklich ihrer Aufgabe mehr nachkommen kann. Erkenntnis ohne politische Einengungen, moralische Einengungen dann zu generieren. Es ist kreativitätshemmend, es ist innovationshemmend, was dann passiert. Und es ist zum Schaden des Wissenschaftssystems selbst, aber früher oder später auch der Gesellschaft, wenn wichtiges Wissen, was die Hochschulen, die Forschung der Gesellschaft zur Verfügung stellt, nicht mehr zur Verfügung gestellt wird, weil zu viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich im intellektuellen Lockdown befinden. Vielen Dank.